Auf ein Wort, Herr Dies. Förderung ist nicht immer gut. Ja, Herr Dies, also eins kann ich Ihnen sagen, mit der Förderung sieht es auch nicht immer so leicht aus. Ja, ich als Legastheniker der ersten Klasse kann davon ein Lied singen. Wenn diese Förderung so weitergegangen wäre, dann hätte ich jetzt die ganze Bude voll mit Reißfröschen, ja? Und ich hatte schon bei dem ersten die Schnauze voll. Ja, immer beim Zunähen rann da der Reiß wieder raus. Ja, und was hatte ich davon? Ja, tollen Eintrag als Legastheniker im Zeugnis, aber richtig lesen und schreiben konnte ich immer noch nicht. Das nennt man dann Förderung. Wenn ich nicht selber die Beine in die Hand genommen hätte, dann würde ich heute Scheiße immer noch mit AI schreiben und könnte bis zum Lebensende den Reis aus diesen dämlichen Reisfröschen fressen. Ja, haben Sie eigentlich schon mal versucht, aus so einem Reisfrosch Puffreis zu machen? Nein? Ja, dann sollten Sie es vielleicht mal mit Ihren Autos probieren. Wissen Sie, Herr Dies, mit der Förderung ist das halt irgendwie so eine Sache. Ja, wenn Sie, Herr Dies, jetzt gesagt hätten, dass Sie ganz speziell noch nie in den letzten 30 Jahren eine Förderung vom Staat bekommen haben, dann könnte ich mir das ja irgendwo noch ein klein wenig vorstellen. Ja, aber Ihre zahlreichen Vorgänger im Volkswagen-Konzern haben Fördermittel nur so in den Arsch geschoben gekriegt, haben die Karre gegen die Wand gefahren und wurden da wieder rausgezogen mit Staatsgeldern. Das klingt fast wie ein Hohn. Ja, und was haben wir denn davon richtig? Sie dürfen jetzt damit weitermachen, als scheinbar überforderter Manager eines Großkonzerns Geld zu verbrassen, was Sie scheinbar gar nicht haben. Ja, wenn Sie bzw. Ihre Vorgänger auch schon nicht so gegen die Elektromobilität gewettert hätten, dann bräuchten Sie heute nicht mehr sich darüber aufzuregen. Ja, doch gerade Sie und Ihre Vorgänger waren es doch, die so strikt gegen die Elektromobilität, gegen die Produktion von Elektroautos in Massen gewesen ist. Sie haben es doch sogar verhindert, dass Ladesäulen aufgebaut wurden durch Ihre Präsentation, ja. Und wenn ich meine Kollegen hier auf dem YouTube-Kanal oder vielmehr auf YouTube Glauben schenken darf, dann produzieren sie ja auch noch ein richtig geiles Elektroauto mit dem E-Golf. Ja? Doch warum kommen sie nicht aus dem Knick mit der Produktion? Ja, sie hätten den E-Golf schon längst zu einem Kassenschlager machen können. Doch stattdessen kommen sie an und wettern, was das Zeug hält gegen die Elektromobilität und Anbietern von Elektroautos, die es verstanden haben, funktionierende und vor allem brauchbare Autos auf die Straße zu stellen und vor allem sie auch zu liefern. Jetzt kommen sie an und wettern, dass die Regierung daran schuld sei. Also mit anderen Worten, halten sie sich selbst für schuldig. Schließlich diktieren sie ja dem vom Volk gewählten Politiker, was er zu tun und was er zu lassen hat. Ja, also die fehlenden Ladesäulen haben sie selbst verschuldet mit ihrer Taktik gegen die Elektromobilität. Jetzt die Regierung die Schuld in die Schuhe zu schieben, wo diese doch gerade für sie versucht, Gesetze für den WLTP-Wert und die drohenden Farbverbote zu ändern, ist schon ein starkes Stück. Oder ist es doch nur ein weiteres Schauspiel im Machtgerangel? Ich finde es momentan erstaunlich, wie sehr sich beide Seiten, Autoindustrie und Politik, wie ein Aal in der Pfanne schlängeln. Und das auch noch fast synchron. Ja, also für mich sieht das Ganze wie ein abgekartetes Bauerntheaterstück vom schlechtesten Kaliber aus. Sie machen sich und die Politiker damit nur noch mehr unglaubwürdig. Herr Dies, Sie sind einer der bestbezahltesten Manager dieses Landes mit einem Millionengehalt und bekommen es nicht gebacken, Ihren Konzern auf eine gerade Linie fahren zu lassen. Mit Ihren Äußerungen alleine in den vergangenen Wochen haben Sie sich selbst so dermaßen ins Knie geschossen, dass eine klare Führung Ihres Konzerns gar nicht mehr zu erkennen ist. In fast jedem Interview, was Sie geben, widersprechen Sie sich selbst. Sie haben seit Ihrem Dienstantritt permanent gegen die Elektromobilität gewettert, sind gegen die Umweltschützer hart ins Gericht gegangen und jammern jetzt wie ein kleines Schulkind herum, dass Ihnen keiner hilft.
Ja, Sie, Herr Dies, haben es in Ihrer Amtszeit nicht geschafft, den Konzern für die Zukunft sicher auf Kurs zu bringen. Die Regierung hingegen hat alles getan, was Sie von ihr verlangt haben. Selbst Frau Merkel hatte dieses erst kürzlich in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sie für die deutsche Automobilindustrie alles getan hat, was Sie von ihr verlangt hatten. Sie hatte Ihnen voll vertraut, Herr Dies. Ja, und was hat der VW-Konzern getan? Ihr Konzern, Herr Dies, hat seine Kunden beschissen. Rund 50% ihrer Kunden, die sie betrogen haben, wollen sich auf keinen Fall noch einmal einen VW kaufen. Was also nützt Ihnen, wenn die Regierung noch mehr Ladesäulen fördert, wenn Sie, Herr Dies, Ihren betrogenen Kunden auf den Schaden sitzen lassen? Ihr betrogenen Kunden dürfen Ihren Betrugs-VW verschrotten lassen und sich ein neues Auto kaufen. Oder einen Gebrauchten, der in naher Zukunft wohl auch seine Zulassung verlieren wird. Und noch eins, Herr Dies. Nicht die Politik baut Ihre Autos, sondern Sie selbst bzw. Ihre Arbeiter, für die Sie verantwortlich sind. Doch das, was Sie gerade tun, ist alles gegen Ihre Arbeiter. Gegen eine gesunde Zukunft Ihres Unternehmens und sogar gegen Ihre eigene Zukunft. Okay, also Sie haben ja Ihre Kohle schon irgendwo auf den Bermudas oder sonst irgendwo in Sicherheit gebracht. Doch hier rumzujammern, dass die Politik seit über 30 Jahren nichts für die Industrie getan hat, das ist ein absoluter Hohn. Ist es doch gerade Ihre Partei, die CDU-CSU, die immer dafür gesorgt hat, dass die Industrie und vor allem auch Ihre Unternehmen kräftig von der Staatsverschuldung profitieren. Ja, sie fordern jetzt von der Politik den raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Doch was glauben Sie eigentlich, was diese von Ihnen mit einem Mal so schlecht gemachte deutsche Politik schon alles für die Ladeinfrastruktur getan hat? Und warum, Herr Dies, können Sie in China Milliarden für die Ladeinfrastruktur und für die Produktion von Elektroautos investieren und hier in Deutschland nichts? In China haben sie vor, 30 neue Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Bis 2025 wollen sie rund 1,5 Millionen Autos nur auf den bzw. in dem chinesischen Markt produzieren. Für den Aufbau der Elektromobilität, Konnektivität, Mobilitätsdienstleistung, Forschung und Entwicklungskapazitäten, Produktionsprozesse und neue Produkte wollen sie mit ihren Partnern zusammen mehr als 4 Milliarden Euro in China investieren. Wie viel davon sind denn staatliche Förderung? Und von wem kommt diese staatliche Förderung? Aus China oder doch aus Deutschland, Herr Dies? Sie selbst, Herr Dies, waren es doch, der so immens gegen die Elektromobilität gewettert hat. Gegen den WLTP-Messzyklus. Versetzen Ihre Mitarbeiter in Angst und Schrecken, indem Sie erzählen, dass der WLTP-Messzyklus 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland in Ihren Fabriken vernichten würde. Dass die Elektromobilität 100.000 Arbeitsplätze kosten wird. Und das alles nur in Ihrem Konzern hier in Deutschland. Das zusammen, das macht ja schon 200.000 Arbeitsplätze, die jetzt nur ihretwegen verloren gehen. Weil sie erst die Kunden beschissen haben mit Abgasmanipulation. Vielleicht nicht Sie persönlich, aber Ihr Konzern. Dann, weil sie gegen die Elektromobilität gewettert haben. Obwohl sie ein super Auto auf die Straße gestellt haben. Warum fördern Sie das denn nicht weiter? Sie haben Fördermittel gekriegt, um ein Elektroauto zu entwickeln, was Sie schon längst fertig hatten. Ja, sprich, nach Ihren Aussagen müssten fast alle Arbeitsplätze in Ihren Werken verloren gehen. Ja, dieses Verhalten und diese Aussagen kennen wir Deutschen schon zu Genüge. Ja, wir hatten ja auch mal einen Bundeskanzler, der genau solche Äußerungen schon einmal losgetreten hat. Und die Arbeiter in Deutschland in Angst und Schrecken versetzt hat und Mobbing salonfähig gemacht hat und die Geburtenrate durch diese Äußerung halt in den Keller getrieben hat. Wofür das alles? Genau, um Lobbyisten oder Großkonzerne die Billigarbeitskräfte zu ermöglichen.
Ja, weil Hartz IV ist ja auch so ein Kind aus dieser Geschichte. Hartz IV wurde deswegen gegründet oder entworfen, um Billigarbeitskräfte zu produzieren bzw. diese zu fördern. Ja, wenn Sie nicht für das Geld arbeiten wollen, da kommt bestimmt ein Nächster. Und wenn der von dem Lohn bei Ihnen nicht arbeiten oder leben kann vielmehr, dann bekommt er halt Hartz IV. Die Zulieferer, denen Sie diktieren, wie viel Geld Sie verdienen dürfen, die wissen teilweise nicht, wie sie ihr Personal bezahlen sollen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch nicht ausreicht, dass wir mittlerweile rund 24 Millionen Deutsche haben, die von Hartz IV leben. Ja, und wer nicht freiwillig zu einem Hungerlohn arbeiten wollte, hat seinen Job verloren oder ihn gar nicht erst bekommen. Es gibt immer einen billigeren. Was haben Sie, Herr Dies, eigentlich mit der ganzen Kohle gemacht, die Sie dadurch eingespart haben? Haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie zu Ihrem, sagen wir es mal, Wohlstand oder Reichtum gekommen sind? Nein? Dann gehen Sie doch mal durch Ihre Fabrikhallen und sehen Sie mal, wer da überhaupt arbeitet. Das sind die Arbeiter am Fließband, die die Fahrzeuge gebaut haben oder immer noch bauen, die Sie als Chef oder auch Ihre Vorgänger zu verantworten haben. Sie selbst, Herr Dies, sind für den Betrug an Ihren Kunden genauso verantwortlich wie Ihre Vorgänger. Sie sollten endlich mal den Schneid besitzen und die deutschen Kunden zu 100% entschädigen. Wir reden hier nicht von einer vergammelten Salatgurke, sondern von einem Auto, wofür die meisten Deutschen aufgrund ihrer Minilöhne, die sie hier kriegen, sehr lange sparen mussten. Wenn Sie in Zukunft hier auch noch Kunden vorfinden wollen, dann sollten Sie, Herr Dies, endlich den Schneid besitzen und einen großen Schritt nach vorne machen. Ansonsten könnte China demnächst Ihr einziger Markt sein. Was eine andere Aussage von Ihnen dann auch noch bekräftigen könnte, in der Sie ja die Deutschen und Europa oder die deutsche und die europäische Automobilindustrie vor dem Aussehen, weil die Elektromobilität und der WLTP-Messzyklus die Industrie ruinieren würden. Übrigens, meine Oma hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen.